Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat einen Antwortbrief, der jetzt auch veröffentlicht ist, dargelegt, der in Reaktion auf die Anfrage von mehreren EU-Parlamentariern, in dem die EMA sehr klar darlegt, dass für sie von Anfang an klar war, dass die Covid-19-Impfstoffe ausschließlich der Eigenimmunisierung und nicht dem Fremdschutz dienten. Die entsprechende Notfallzulassung sei auch ausschließlich in diesem Sinne erfolgt und zum Fremdschutz oder steriler Immunität hätten auch keinerlei Daten der Hersteller vorgelegen. Da jetzt ein Großteil der Grundrechtseingriffe ja erfolgte über den Verweis auf Fremdschutz, würde mich interessieren, ab welchem Zeitpunkt war dann die Bundesregierung auf dem Stand der EMA? Die Frage geht ans Gesundheitsministerium, den Kanzlersprecher und angesichts der Aussagen bei der letzten Bundestagsanhörung des Verteidigungsministers auch ans Verteidigungsministerium. Herr Warwick, zunächst einmal vorweg, es gab keine Notfallzulassung. Die Behauptung wird immer wieder mal aufgeworfen. Das stimmt aber einfach nicht. Es gab eine Zulassung unter Auflagen. Das ist auch etwas Gängiges im Bereich der Arzneimittel- und Impfstoffzulassung im europäischen Bereich. Notfallzulassungen gab es beispielsweise in den USA. Hier in Europa definitiv nicht. Was es in Europa gab, das war, wie gesagt, eine Zulassung unter Auflagen. Es gab ein Rolling Review-Verfahren und im Zuge der Zulassung gibt es ja auch klinische Prüfungen und da bedarf es aber einer Langzeitbeobachtung. Und deshalb gab es auch im europäischen Zulassungsverfahren das sogenannte Rolling Review-Verfahren, in dem dann halt das Verfahren weitergetrieben wurde, also es wurden weitere Auflagen erteilt und Langzeitbeobachtungen durchgeführt. Und die Zulassung betraf dann halt eben, wie Sie schon gesagt haben, halt eben die Eigenimmunisierung. Wie sich das Ganze dann weiterhin entwickeln würde, ob das tatsächlich auch zu einer Fremdimmunisierung beiträgt, das wurde dann im Laufe des weiteren Rolling Review-Verfahrens dann tatsächlich auch bestätigt. Ergänzungen? Nee, ist alles gesagt. Dann noch eine Frage. Die EMA spricht in ihrem Brief auch davon, dass sie zahlreiche Nebenwirkungen erwartet, einen Großteil eher leichter Natur, aber sie sprechen auch schwerere Nebenwirkungen an, wie Entzündungen von Herzmuskel oder Herzbeutel. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob denn der amtierende Gesundheitsminister noch zu seinen zwei Tweets Ende 2021 steht, wo er in sehr absoluter Form ohne jede Einschränkung von nebenwirkungsfreier Impfung gesprochen hat, einmal in Bezug auf Erwachsene, einmal in Bezug auf Kinder. Und wenn nein, ob er plant, diese zwei Tweets zu ergänzen oder zu korrigieren? Herr Warwick, ich muss offen gestehen, mir sind diese Tweets nicht mehr ganz geläufig. Meines Wissens ging es aber damals um etwas völlig anderes. Und zwar, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, hatte der Minister damals davon gesprochen, selbst wenn es eine völlig nebenwirkungsfreie Impfung geben würde, ich fast paraphrasiere das jetzt einfach mal so ein bisschen, dann hätten wir aber trotzdem noch Impfgegner, die dagegen vorgehen würden. Und insofern, die möglichen Nebenwirkungen, die wurden auch genau dann natürlich vom Paul-Ehrlich-Institut untersucht. Sie wissen, es gab auch europäische Abstimmungen dazu. Sie haben auch die Herzmuskelentzündungen halt irgendwie angesprochen. Das gab ja entsprechende Fälle und Verdachtsfälle im Fall von AstraZeneca. Und darauf wurde sofort reagiert. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich immer eine Abwägung. Und insofern sah auch die Empfehlung der STIKO halt eben vor, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis ein sehr eindeutiges ist. Und deshalb gab es auch eine Impfempfehlung seitens der Ständigen Impfkommission. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen auf meiner Liste. Einmal Herr Nils mit einem neuen Thema und dann nochmal Frau Jäger.